Hallo und herzlich willkommen hier zur Rückkehr zur geheimnisvollen Insel 2. Es geht weiter, Leute. Ja, gut, wir sind jetzt hier noch an dieser Maschine, die hier so Sprachfetzen auswirft und die Kegelchen müssen halt richtig platziert sein. Wir haben das letzte Mal schon alle so angeordnet, dass wir sinnvolle Wörter hören. Und ich habe mir da versucht, mit den verschiedenen Wörterfetzen da was zu reimen. Der Satz soll lauten, der Weise wird Bekanntes und Unbekanntes unterscheiden und erkennen, wie viel von ihm selbst in anderen zu finden ist. Gut. Ich meine, ich habe jetzt im Wesentlichen die Steine gar nicht groß verändert. Ich habe eigentlich zwei woanders hingesetzt. Das eine ist schon passend, glaube ich, hier. Der Weise. Ja. Erkennen, wie viel. Also der Weise. Erkennen, wie viel. Das müsste dann... Müsste ziemlich zum Schluss kommen. Wir müssen allerdings den Stein auch genau auf der Höhe wieder hinsetzen, ne? Bedeutet, andere müssen dann halt, ja. Zum Schluss muss Ist hin. Ich glaube, Ist war das hier. Dann tauschen wir das kurz aus hier mit dem hier rum. So, der Weise wird Bekanntes. Jetzt müssen wir mal gucken, wo Bekanntes ist. Der Weise. Erkennen, wie viel. Unterscheiden und im Anderen. Von ihm selbst, im Anderen, zu finden, wird Bekanntes. Wird Bekanntes. Das haben wir dann hier. Das heißt, das da setzen wir hier um auf das hier und den hier setzen wir auf das hier mal. Also der Weise wird Bekanntes und Unbekanntes brauchen wir jetzt. Der Weise wird Bekanntes unterscheiden und im Anderen. Von ihm selbst, im Anderen, zu finden. Erkennen, wie viel ist. Der Weise wird Bekanntes unterscheiden und im Anderen. Gut, da haben wir tatsächlich einen Satz noch nicht rausgefunden. Also ein Wort hier und Unbekanntes bräuchten wir jetzt. Da müssen wir gucken, ob wir da was rausfummeln können. Wie macht man das? Ja gut, ist ja egal. Wir können ja hier anfangen mal. Den nehmen wir kurz runter. Von Unbekannten. Da haben wir es schon, kann. Unbekannten. Dann gehört das hier hin. Das hier hin. Ah, jetzt haben wir schon an der richtigen Stelle 3 von 11. Okay, warte mal. Das ist sehr interessant. Gut, dann muss der ja weg hier erstmal. Da müssen wir jetzt mal rausfinden, was es ist, ne? So, wartet mal. Also der Weise wird Bekanntes und Unbekanntes unterscheiden. Wollen wir unterscheiden? Der Weise wird Bekanntes von Unbekannten im Anderen unterscheiden und im Anderen. Unterscheiden und, das war glaube hier dabei. Ich weiß, es ist doppelt gemoppelt zu viel hier. Warte mal, 3 von 11. Der Weise wird Bekanntes von Unbekannten. Ne, Moment, ich sag doch von Unbekanntem, oder? Dann ist es verkehrt. Dann ist der Stein hier verkehrt. Von Unbekanntem hat es geheißen hier. Das tun wir mal wieder weg. Jetzt tun wir mal das, was zu viel ist, hier mal wieder ausgleichen. Jetzt hören wir mal, was das hier noch ist. Ich weiß nur nicht, welcher das ist jetzt hier. Der Weise. Okay. Der Weise. Der Weise. Was war das jetzt? Ich kann sein, dass es richtig ist. Der Weise wird Bekanntes im Anderen von ihm. Im Anderen, ja, das im Anderen gehört wahrscheinlich hier irgendwo hin. Der Weise
wird Bekanntes mit Nappen von. Ach, das war jetzt nicht richtig. Der Weise wird Bekanntes von ihm selbst unterscheiden und. Der Weise wird Bekanntes. Ah, da hört man nichts. Da kann man den stumm schalten im Endeffekt. Der Weise wird Bekanntes. Der Weise wird Bekanntes von Unbekanntem von ihm selbst. Das hat wieder keinen von Unbekanntem, oder? Dann ist der Stein hier gleich. Oder habe ich das jetzt verwechselt? Der Weise wird Bekanntes. Wir brauchen irgendwas mit und. Oder wartet mal, tauschen den mal kurz nochmal raus. Was war denn das für ein Stein? Der Weise wird Bekanntes von Unbekannten. Von also, ihm selbst. Also ich glaube, das ist dasselbe Steinchen hier. Der hier und der hier. Der Weise wird Bekanntes von Unbekanntem. Also das hört sich halt so komisch abgehackt. Also. So, wir haben jetzt 3 von 11 richtig platziert. Ja, ja, gut, okay. Das ist immer noch 3 von 11. Der Weise wird Bekanntes von ihm selbst. Unterscheiden und im anderen, zum anderen erkennen, wie viel ist der Weise. Okay, warte mal, wie viel. Da müssen wir auch auswechseln hier. Da habe ich jetzt bis zweierlei hingesetzt. Da tausche ich mal den hier weg, dass wir das eine hören. Der Weise wird Bekanntes im anderen von ihm selbst. Unterscheiden und im anderen zu finden. Erkennen, wie viel ist. Zu finden ist. Ah ja gut, dann müssen wir hier das eine auswechseln hier. So rum. 4 von 11 haben wir jetzt. Der Weise wird Bekanntes im anderen von ihm selbst. Unterscheiden und im anderen. Erkennen, wie viel zu finden ist. Der Weise wird Bekanntes im anderen von ihm selbst unterscheiden und. Warte mal, von ihm selbst? Das muss eigentlich hier hin. Dann müsste das eigentlich nochmal rüber. Der Weise wird Bekanntes im anderen unterscheiden und erkennen, wie viel von ihm selbst zu finden ist. Der Weise. Na, warte mal, im anderen zu finden ist. Warte mal nochmal im anderen. Der Weise wird Bekanntes im anderen unterscheiden. Im anderen war das hier zu finden ist. Warte mal. Dann das hier hin. Das hier hin. Das dahin. Das dahin und das dahin. 7 von 11. Der Weise wird Bekanntes im anderen unterscheiden und erkennen, wie viel von ihm selbst im anderen zu finden ist. Also das hier war jetzt richtig, der Teil hier. Wird Bekanntes im anderen unterscheiden und erkennen, wie viel von ihm selbst im anderen zu finden ist. Gut, wir haben es fast. Ich glaube, dass wir hier nochmal tauschen müssen. Ne, jetzt stimmt es nicht mehr. 6 von 11. 7 von 11, warte mal, was ist jetzt hier? Was war denn das dritte? Der Weise wird Bekanntes
Im anderen. Im anderen noch einmal. Also im anderen ist totaler Murks, glaube ich. Das tun wir mal einfach weg. Okay, immer noch 7 von 11 sind richtig. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind hier richtig. Und das hier, das stimmt irgendwie noch nicht. Oder? Aber wenn wir den drüber setzen, sind 6 von 11. Der war richtig. Warte mal, war hier was falsch, oder? Ah, zeig ich. Ne, der war korrekt. Okay, alles klar. Den mal nochmal gucken. Ja, der ist auch korrekt. Okay, dann ist der hier. Der stimmt nicht. Der Weise wird Bekanntes unterscheiden und erkennen, wie viel von ihm selbst im anderen zu finden ist. Der Weise wird Bekanntes ja, aber. Unterscheiden und erkennen, wie viel von ihm selbst im anderen zu finden ist. Das ist doch aber korrekt. Aber wenn ich den wegsetze, dann ist es, ja, das verstehe ich jetzt nicht. Gut, okay, warte mal, das, wenn ich versetze, ist es falsch. Okay, alles klar. Wenn ich das versetze, ist es falsch, okay. Das macht absolut keinen Sinn, Leute. Macht absolut keinen Sinn. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob man das hier nochmal irgendwie... Ich weiß jetzt nicht mehr, wo es hingehört, genau. Der Weise wird Bekanntes von Unbekanntem unterscheiden und erkennen, wie viel von ihm selbst im anderen zu finden ist. Der Weise wird Bekanntes von Unbekannten. Ja, aber irgendwas ist ja nicht richtig. Und die Einsteine sind gleich, glaube ich, habe ich ja gesagt, ne? Haben wir jetzt 8? Ne, immer noch 7. Oder muss ich das hier... Das kann aber nicht sein, oder? Das ist zusammen... 6 von 11, ja. Warte mal. Ja, das ist also korrekt. Leute. Schlimm. Zur Not muss ich das gespeichert und nochmal laden und das nach der Vorlage machen. Aber wir sind doch jetzt... Also es fehlen jetzt noch 4 Stück, wo falsch sitzen. Aber das geht doch gar nicht auf. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es sind ja nur 9 solche Dinger. Warte, ich muss irgendwelche doppelt setzen. Okay, das kann ich hier auch hinsetzen. Interessant. Der Weise wird Bekanntes unterscheiden und erkennen, wie viel. Warum ist denn das jetzt auf einmal noch richtig? Das ist falsch. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass hier irgendwas gar nicht stimmt. Ganz und gar nicht. Es wird auch nicht mehr, ne? Da tun die Spulen auch noch was anderes sagen. Das ist, also irgendwie finde ich, dass hier das Ganze wegen verpackt ist, oder? Also weil es wird ja nicht besser, dass das hier was anders stimmt oder so. Wobei ich jetzt den Klotz, den ich jetzt hier gerade habe, ich weiß... Moment, 8 von 11. Interessant.
Interessant. Habe ich den versetzt? Oder ist der hier falsch? Will ich den runternehmen? Okay. Interessant. Dann war der hier die ganze Zeit falsch sitzen, oder wie? Ah, das macht doch gar keinen Sinn, Leute. Ich meine, ich kann dir jetzt auf jedes Ding raufsetzen, wenn wir da irgendwann 9 haben von 11. Dann ist gut, und wenn nicht, ja gut, dann schmeißen wir ihn weg. Ah, der war zweite Reihe. Gut, hier in der Mitte ist eh, da wird ja eh nichts wiedergegeben. Aber da kann er eigentlich nirgends sein, weil ich glaube, der war an zweiter Stelle schon richtig. Also in der zweiten Reihe meine ich natürlich. Ja, wie man es halt sieht, Zeile, Reihe, Spalte. Zweite Reihe, hier ziemlich in der letzten Spalte hier. Ah, schau an, 9 von 11. Das ist Willkür, also das kann es doch nicht sein, Leute. Jetzt haben wir noch einen Stein. Und irgendwelche sind noch nicht richtig. Aber gut, wenn das Spiel es so will, dass ich hier durchprobiere, dann kann das Spiel es so haben. Ich habe jetzt versucht, hier den sinnvollen Satz zu bilden, habe es nicht geschafft. Aha, da haben wir es. Ja, jetzt haben wir nur ein Problem. Jetzt ist noch einer verkehrt, aber welcher? Der Weise wird Bekanntes unterscheiden und erkennen, wie viel von ihm selbst im Inneren zu finden ist. Ja, das macht aber keinen Sinn, dann macht es einmal. Okay, der Stein hier scheint dann wohl auch nicht korrekt zu sein. Ah, 11 von 11. Der Weise wird Bekanntes unterscheiden und erkennen, wie viel von ihm selbst im Inneren zu finden ist. Der Weise wird Bekanntes von Unbekanntem unterscheiden und erkennen, wie viel von ihm selbst in anderen zu finden ist. Hm. Okay. Ah ja, jetzt können wir uns verstehen. Interessant. Okay, alles klar. Perfekt. Aber irgendwie war es halt nicht so richtig korrekt, oder? Das hat alles so blub gemacht hier noch und so weiter. Gut, dann haben wir das Rätsel tatsächlich gelöst. Können wir jetzt dann diese Angaben hier auch verstehen? Michel hat auch gut. Nennen Sie mich Neo. Ich wollte Sie nicht verleihen. Sie sind mir willkommen. Jetzt können wir das eigentlich auch verstehen. Aber in diesem Teil der Welt sind es meistens Piraten. Und da ich großen Wert auf meine Geschichte habe, ich einen Schild entworfen, der von der Außenwelt abhängt. Zugegeben, er hat noch ein paar Fehler, aber ich glaube, dass er funktioniert. Der geothermische Motor von X wird die notwendige Energie erzeugen. Ja, ich nenne ihn das Wesen. Es ist halt blöd, dass der jetzt da neid quasselt. Sind Sie die erste Person, die hierher kommt? Ich nehme an, es ist schwer, weil gereist ist, Sie zu beeilen. Der Planet meiner Geduld. Okay. Gut.
Nicht ein bisschen doof jetzt hier, dass es hier dazwischen quasselt. Dieser sieht aus wie eine Mischung aus einem Ohr. So etwas habe ich nicht. Pencroff hat recht, meine Freunde. Wir dürfen uns nicht länger als das Schuss betrachten. Wir sind Kolonialherren. Wir haben genug Ressourcen und so Gott will, werden wir diese Insel in eine blühende Kolonie verwandeln, die wir der Regierung der Union offerieren können. Nein, aber wir sind nicht machtlos. Wir haben Wissen und wer das hat, kann alles schaffen. Seit ich meinen letzten Mann beerdigt habe, habe ich allein. So, wo war denn der Affe? Ah, das war er. Hä? Wo war denn der eine Affe? Ja. Ist doch das gleiche wieder, oder? Hä? Ah, das ist doch das gleiche wie bei den anderen auch. Muss ich da noch irgendwas dann machen hier? Hä? Was? Oh! Jetzt können wir stehen. Ja, Guard konnte man natürlich den nicht verstehen, ne? Ich frage mich, was dieser hier auf seinem Kopf trägt. Keine Ahnung, was er trägt. Das passt nicht. Kriegen wir es auch übersetzt hier? Ja, doch. Jetzt hat er. Weiß, sie ist angefüllt mit der Farbe schweben Blütenblätter, zarter Sephyr, den untergehenden Sonn zu weht. Nie wieder, Liebster, nie wieder werden wir die kreischenden Insekten knabbern, die in unsichtbaren Küsten, was? Oh, köstliche Mattigkeit des anbrechenden Abends. Die Nostalgie hält mich fest umfangen, aber nichts in der Welt könnte mich davon abbringen, diesem süßen Kummer perfekter Schönheit zu entsagen. In der Dämmerung überflutet der Nebel langsam die Sinne, während die Sonne in einer schmerzvollen Explosion von Purpur und Blau versinkt. Aha. Ja, da geht's mir von vorne los, aber wenn man da entsprechend hindrückt, dann kann man das auch entziffern, okay? Interessant. Noch eine andere. Noch ein. Noch ein. Das war alles das. Und hier war. Ich behaupte, man macht hier und jenseits des Flusses, okay? Verflucht seien die Gebeine deiner Vorfahren. Ich muss den Strom überqueren. Dieser Hals geht im Tausch für Knochennadeln, drei Nadeln. Ich behaupte, man macht hier. Okay, das ist immer das Gleiche jetzt, ja? Okay, alles klar. Ja, damit lassen wir es. Ich glaube, aber wir müssen das Ei dann nachher rausnehmen. Ja, mal gucken. Das war er hier. Noch eine andere Art. Okay. Gut, jetzt verstehen wir aber auch das da oben am Eingang, oder? Das Ding. Oder war hier eigentlich noch irgendwas? Nee. Ja, und hier sehen wir es halt von außen, ne? Das haben wir uns ja schon mal angeguckt gehabt. So, okay, das sind die farbigen verschiedenen Dinger. Ich weiß nicht, was das soll. So, und jetzt hier. Temperatur steigt. Okay. Wasser steigt. Kohlensäurekonzentration steigt. Wind aus Nordost. Zerstörungsprozess eingeleitet. Okay, alles klar. Das bedeutet, wir müssen jetzt irgendwie langsam mal den Motor finden jetzt, ne? Jetzt haben wir zumindest alles hier mal verstanden. Ob man das machen muss oder nicht, weiß ich nicht, aber wir haben es gemacht.
Hä? Identitätsabdruck? Wer und jetzt? Mal den hier nehmen? Oh, wie seltsam. Auf einmal gehen mir viele alte Erinnerungen durch den Kopf. Okay. Wie schön, dich zu sehen, du Strolch. Aber sag schon, dieses Motorengeräusch, was war das? Noch ein Hubschrauber? Wir kommen gleich, genau wie ich, liebst du Dinge zu ergründen, hast Freude daran, in bedeutsame Zusammenhänge zu bringen. Diese Stimme, die hat mir ganz schön Angst eingejagt. Verehrter Gast, du kommst meinem Vermächtnis immer näher. Raus mit dir. Hey, was sind das für Manieren? Lasst mich vorbei. Ich habe nichts Falsches getan. Jetzt verstehen wir die. Die Klänge sind in ganzen Verhältnissen geordnet, beweisen, dass du sie richtig anordnen kannst. Ah ja. Katze lang gekommen. Ziemlich große Abdrücke. Der will ich lieber nicht begegnen. Ich bin Captain Nemo. Ich gehe auf dieser Insel um und finde keinen Frieden. Suche meine Leiche und begrabe sie. Gut geschlafen, Jet? Ich hatte einen Traum. Ja, es war wohl ein Traum. Glaubst du an Geister? Mama? Du kannst mich hören. Wie schön, dich zu sehen, du Strolch. Aber sag schon, dieses Motorengeräusch, was war das? Noch jetzt geht's hier von vorne los, okay. So, jetzt haben wir noch das zweite hier. Organisch einförmiger Gegenstand. Okay, das ist aber schlecht jetzt, oder? Aber jetzt haben wir Identitätsabdruck gemacht. Und jetzt? Was passiert jetzt? Ja gut, jetzt kommt hier wieder der Rauch raus. Dieses grüne Gas. Auf dieser Insel passieren schreckliche Dinge. Okay. Und jetzt? Ich muss ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Hier lauert überall Gefahr. Aber das größte Risiko ist immer, dass die Insel explodieren könnte. Wenn es dafür eine Lösung gibt, muss sie unter der Erde zu finden sein. Ja. Dürfen wir jetzt da durch? Ja, da dürfen wir doch noch nicht durch, oder? Na, Moment. Wir haben jetzt das eine eiförmige Ding hier. Organisch eiförmiger Gegenstand. Seltsam pulsierender Gegenstand fühlt sich warm an. Kann ich das jetzt Chap geben? Nee, geht nicht. Da muss ich jetzt dann da reinmachen wieder. Ah, jetzt Sattel geht's. Warte mal. Du hast mich aus dem See herausgeholt. Du bist unglaublich. Ein absolutes Phänomen. Ohne dich wäre ich jetzt Fischbutter. Und du hast den Vulkan ausbrechen sehen? Und dass der Wasserspiegel des Sees angestiegen ist? Das Granithaus muss überflutet sein. Ich danke dem Besucher, dem Wächter, sein Angebot zurückgegeben hat. Aha.
Chap, Hilfe meinem Baby, was? Hilfe, ich will zu meiner Mama. Yep, tu doch was. Ich glaube, wir müssen einen Kriegsrat abhalten, Chap. Allein schaffen wir es nicht. Wir brauchen Verbündete. Das wäre wirklich toll, ne? Okay, finde die Affen. Ah, das kennen wir ja alles, ja? Jeb, du bist unser Botschafter. Finde die Affen, die du kennst, und versichere dich ihrer Freundschaft. Leider ist das kein verpflichtet werden. Okay, das ist für das von vorne hier. Du so, bist Moment. Ein absolut. So, ja, jetzt verstehen wir wirklich alles, was jeder gesagt hat. So, jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt bei 30 Minuten. Wir gehen noch hier rein. Der Motor. Endlich. Ich glaube, ich habe den geothermischen Motor gefunden. Yes. So, okay. Nemo. Eindeutig wieder Handschrift von Nemo. Ja, da hat er auch seinen Apparat da, also seinen Generator nebendran gebaut, ne? Gut, jetzt werden wir uns dann natürlich hier mal umschauen. Guck mal hin, das Nemo-Tür. Das wird mit Strom, okay, aber das ist kaputt. Elektrokabel. Ich glaube nicht, dass wir es nehmen können, oder? Vorsichtig! Ja, vorsichtig. Das Wasser hier. Jetzt mal erst irgendwie den Strom abschalten. Weiß nicht. Da klemmt was. Aha. Vielleicht ein Problem mit der Stromzufuhr? Ja, aber wie soll man denn hier... ich kann das ja jetzt hier, das Wasser. Verbogener Kristallhalter. Dieser Teil kann repariert werden. Aber den Kristall muss man ersetzen. Aha, okay. Ach, das ist... Ah, hier. Tja, das können wir nicht anpacken. Dieses Metall wurde in den Felsen eingelassen, verbogener Kristallhalter. Den muss ich jetzt dann irgendwie richten, oder? Kann ich den hier irgendwie reinmachen? Nee. Wir müssen den Kristall ja auch noch ersetzen dann. Ja, gut, das war jetzt ja eine lange Folge mit viel Geschwätz oder mit Probiereien, ne, mit dem komischen Sprachsynthesizer oder was das sein sollte. Den Strom können wir ja nicht abschalten, das ist, aber der Generator dreht sich doch jetzt gerade auch nicht und das soll der ganze Motor hier sein, der geothermische. Okay, hier ist ein Kristall. Da geht aber nichts. Mensch, schön ist ja, dass wir jetzt diese unbekannte Stimme auch verstehen, ne? Diese Außerirdische. Okay. Ah, das haben wir auch gesehen. Von der Wasserbasis. Sammlungsraum, Dynamo. Warnzeichen, Krater, Stabilisator, Turbine, Motorsteuerung, Absperrventil, Motorsteuerung, Namen, ach die Plaketten, die gelten hier, Dampfabführung, Wasserrohr, okay. Können wir anklicken. Passiert aber nichts. Ich dachte, das sagt die vielleicht was dazu. Ne, da können wir nichts machen. Ach so. Ah ja, drei. Verstehe dich, eins. Wieder drei. Vier. Und eins. Ah. Ah, okay.
können wir jetzt hier was machen? Warnzeichen? Ne, wir können doch hier immer noch nicht. Okay, fließ rechts, Frequenz, okay. Ach du heiliger Schild. Können wir da jetzt nochmal raus? Okay, der Motor ist jetzt gerade gelaufen oder läuft noch nicht richtig, alles klar. Also das müssen wir machen. Hier könnten wir vielleicht auch noch raus, aber das machen wir jetzt nicht. Gut, Leute, ich mache jetzt aber erstmal hier einen Cut. Hier, wir sind jetzt bei 35 Minuten. Ich will ja nicht überziehen. Das machen wir in der nächsten frischen Folge dann gemeinsam hier mal versuchen, den Motor neu zu starten und richtig zum Laufen zu bringen, sozusagen. Also er läuft jetzt zwar schon ein bisschen, aber naja. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, Lego. Bye, bye.